ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört, aber es zieht ein Sturm auf. Aber das ist nicht das, was ich erzählen wollte. Und zwar gehen Chiara und ich jetzt ins Autokino. Und ich freue mich so sehr, weil ich war, glaube ich, wirklich das letzte Mal letztes Jahr da. Und das letzte Mal davor, also letztes Jahr wirklich so im Sommer immer. Und genau, deswegen mache ich mich jetzt mal fertig. Also ich ziehe mir irgendwas Bequemes an. Wir packen unser Essen dann mal ein. Und ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht sogar eine Bettdecke mitnehme, dass man sich so hinten reinsetzt, weil es halt so ultra warm heute ist. Wenn es jetzt regnet, wäre es natürlich schlecht oder so windet. Ich nehme, glaube ich, einfach mal alles mit. Dann schauen wir mal. Das ist der Plan. Ich mache momentan Ferienspiele, deswegen kriegt ihr nicht so viel von meinem Tag mit die Woche, sondern eher von meinen Abenden. Ich habe noch gar nicht gesagt, was wir schauen. Und zwar schauen wir Dirty Dancing, weil wir haben, Chiara und ich, wir waren ja zusammen in Holland dieses Jahr. Und wir hatten irgendwie die ganze Zeit einen Ohrwurm von Dirty Dancing, also von dem hier Lied. Und dann haben wir so gedacht, vielleicht läuft der irgendwo und dann fahren wir jetzt ins Autokino. Sorry, ich bin gerade irgendwie ein bisschen lost, weil ich einfach auch ein bisschen fertig vom Tag bin. Aber wir machen uns jetzt fertig. Beziehungsweise ich hänge, glaube ich, meine Kamera noch mal kurz an das Kabel für meinen Akku. Und dann melde ich mich noch mal. Midtown. So I moved out south, I don't know where you are now. It's getting exhausting, trying to imagine settling down when it's already happened. A piece of my heart is stuck in Manhattan. I hate this time. The last 4 years, you're all I've known. I guess I forgot how to be on my own. I'm going out of my mind, trying to put you out of my mind. Am I just wasting my time? Heute ist schon Tag 4 der Woche. Heute, ja, also der Ferienspielenwoche auch. Ich bin momentan leider nicht so im Vlog-Game drin, aber heute machen wir was Cooles und zwar ist heute Family Day, weil bei uns ist so eine Open-Air-Konzert-Venue, wie auch immer. Und da ist heute eine Abernacht. Direkt dahinter ist so ein Park. Da setzen wir uns rein und machen ein griechisches Picknick, weil wir haben es jetzt nicht so sehr an ABBA angelehnt, sondern eher an Mama Mia, weil meine Familie, also beziehungsweise meine Schwester, meine Mama und ich, wir lieben Mama Mia. Und deswegen haben wir ihr das zum Geburtstag geschenkt, dass wir Essen vorbereitet haben. Also ich habe Tzatziki gemacht, so einen griechischen Salat, Zucchini-Puffer, wir haben Brot, meine Schwester hat einen Orso-Salat gemacht. Weinblätter hier eingerollt, gedönst. Also ich glaube, es wird richtig, richtig lecker. Ist auch perfektes Wetter dafür. Es kühlt langsam auch ein bisschen ab, ist ganz angenehm. Wir haben mal ausgemacht, dass wir uns blau-weiß anziehen. Ich weiß nicht, ob meine Schwester und ihr Freund es noch auf dem Schirm hatten. Wir haben es auf jeden Fall alle gemacht. Wir sind wirklich, also wir drei hier zu Hause, sind alle blau-weiß gestreift. Ich zeige euch mein Outfit. Jedenfalls habe ich hier so einen Top an. Ich habe mir auch was ganz Bequemes angezogen. Und meine gestreifte, geliebte Hose. Das ist das Outfit. Heute bin ich Sophie. I'm boxing up shit that you left on my nightstand. I have to admit, this is never what I planned. The hoodies, the t-shirts, the handwritten notes, the book from your parents, I never let go. Hello, hello! Heute ist Samstag und ich habe die erste Woche Ferienspiele geschafft. Woo! Genau, und heute mache ich was Cooles, weil die Kira und die Amy, die hat mir eigentlich erst eine Weinwanderung geschenkt zum Geburtstag, aber wir haben es jetzt doch umgeswitcht auf den Wochenmarkt in Mainz, weil ich habe das Gefühl, ich bin mega hell unter meinen Augen. Naja. Weil da drüber gesagt wird, dass da mega cool ist und man da auch so ganz nett Wein trinken kann. Und wir dann einfach noch so ein bisschen bummeln können. Und das machen wir jetzt heute. Wir haben jetzt gleich 10 Uhr. Ich gehe jetzt gleich zum Bahnhof, dann düsen wir los. Und dann gucken wir mal, wie der Tag hier heute so verläuft. Schauen wir mal. Ich glaube, ich lasse tatsächlich meine große Kamera hier. Einfach, weil ich keinen Bock habe, 2 Kameras mitzunehmen. Weil ich habe jetzt noch diese Weitwinkelkamera. Und deswegen nehme ich, glaube ich, nur die mit. Und sonst bin ich mit dem Handy aus Faulheit heute. Aber ja, Leute. So, I'm going out of
Gefallen? Auf einer Skala von 1 bis 10? 2. ich würde sagen eine 10. Stopp, ich filme gerade. Ah, doch, ich filme. Weil wenn Amy 12 sagt, sage ich 10, weil das Wetter war okay nur für mich. Ich fand das Wetter eigentlich super. Gut, weil es war nicht zu warm. Es war zwar ein bisschen trocken. Drückend. Trocken war es eh. Schwül. Trocken war es eh. Aber es ist in normalen Deutschland. Ich komme halt gerade aus. Gerade aus der Toskana. Nein, ich fand's okay. Schön. Und nein, es war wirklich weil schön. Es war lange her, glaube ich, dass wir mal zu dritt einen Ausflug gemacht haben. Haben wir überhaupt schon mal einen Ausflug gemacht? Ja, haben wir mal einen Ausflug gemacht. dann jetzt die Frage, was war euer Highlight und Lowlight an diesem Tag? Highlight war, finde ich, eigentlich unser Marktfrühstück. Ja. Lowlight war... Ich weiß die was. Bedienung im Café. Genau. Erzähl mal bitte kurz die Situation. 10, also es war wirklich der Wahnsinn. Angefangen davon, dass wir irgendwie mit der Tischsituation ein bisschen Unklarheiten hatten am Anfang, dass wir da einfach weggescheucht wurden. Ja. Toilette war auch, fand ich, so semi-cool. Ja. Okay. War okay, ja, war okay, aber war nicht gut. und dann, was ich wirklich dreist fand, wir hatten uns über den Kaffeelatte mit Hafermilch echauffiert. Paula meinte, da ist zu viel Milch drin, wo ich auch zustimme, weil es waren 95% Milch. Ja. Also ich bin auch immer noch müde. Ich spüre den Kaffee. Ja, wie auch der, der sich da beschwert hatte. Genau. Jedenfalls habe ich dann, Paula meinte, oh, so viel Milch, habe ich gesagt, ja, es ist ja auch nur ein Espresso-Schuss drin. Da meinte dieser Barista, nee, das sind zwei. Wo ich mir so dachte, ja, okay. Hab, zwei sonst so hin. Ja, vor allem, hat dich gefragt. Genau, es war wirklich einfach, wir haben uns unterhalten und er hat sich eingecremt. 4 Meter auch Entfernung, also wie aktiv hat er uns zugehört? Also abgemessen. Vielleicht, ja. Ich denke gar nicht. Pi mal Daumen. Okay. Ja. Wollt ihr sonst noch etwas teilen? Ja, ich freue mich auf den nächsten Ausflug, weil wir wollen demnächst nach Heidelberg. Genau. Ist ja auch nicht so weit weg von Fun at Time. Hattest du auch eine schöne Zeit mit uns? Ich hatte eine wunderschöne Zeit. Sag mal, wie fandst du es? Ja, auf einer weil das war ja dein Geschenk. Warte, willst du umdrehen, dann kannst du uns auch sehen. Huch, was wird denn da geklingelt? Das Christkind kommt. Das Christkind kommt. Amy, willst du mit drauf? Ja, Amy ist mit drauf. Du bist gerne lange in den Vlogs, das gefällt mir. Ja, sag doch mal, wie du es fandest. Ich fand es wirklich ganz toll. Also es hat mir ganz toll gefallen. Ich muss auch sagen, ich fand meins... Oh, jetzt ist laut, ne? Sollen wir kurz pausieren? Näher ran einfach okay. an den Mund. Ich muss sagen, ich fand meins wirklich sehr toll, weil ich war ewig nicht mehr so richtig in Mainz und ich fand es sehr, sehr schön. Die Stadt hat mir gut gefallen, der Markt hat mir gut gefallen, ich fand unsere Pasten wunderbar, ich fand unseren Wein wunderbar, ich fand unser Gebummel wunderbar, ich fand alles toll. Würdest heute. Du bei Highlight und Lowlight auch zustimmen? Mit euren? Ja. Definitiv. Okay, definitiv. Cool. Das aber Mainz ja so ist schön. Also kommt, besucht kommt nach alle. Mainz. Fahrt nach Mainz. Fahrt genau, nach Mainz. Und jetzt klappern wir die anderen Nebenstädte ab. Heidelberg, Würzburg. Die kleinen Städtche. Städtche bummeln. Ist schön. Ja, schön hier. Schön. Also dann, danke Paula. Tschüss. Oh mein Gott.